Herzlich willkommen zur Ausstellung Fragmente eines Ortes namens Daheim. Mein Name ist Yvonne Hohner von Yvonne Hohner Contemporary. Ich freue mich sehr, dass es uns wieder gelungen ist, gemeinsam mit Annabelle Mocco-Rodriguez eine großartige Ausstellung zu kuratieren und zu konzipieren. Und wir die Künstlerinnen Mona Hakimi-Schüler und Erin Chengis gewinnen konnten in einem tiefen visuellen Dialog mit ihren Arbeiten einzutauchen. Die Kuratorin Annabelle Mocco-Rodriguez hat es wieder geschafft, diese Feinheiten herauszuarbeiten. Worum geht es den Künstlerinnen? Um Identitäten, politische Realitäten, gesellschaftliche Themen, die beide in ihrem Leben erfahren mussten und erfahren durften und wie sie sie visuell schließlich umgesetzt haben, das zeigen wir und das zeigt diese Ausstellung. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Künstlerinnengespräch, durch das Sie wieder Annabelle Mocco-Rodriguez führen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu dem Künstlerinnengespräch zur Ausstellung Fragmente eines Ortes namens Daheim begrüßen in der Galerie Yvonne Hohner Contemporary in Karlsruhe. Mein Name ist Annabelle Mocco-Rodriguez, ich bin die Kuratorin der Ausstellung und ich habe die große Freude, heute mit den beiden Künstlerinnen der Ausstellung Erin Chengis und Mona Hakimi-Schüler zu sprechen. Wir werden mit einer kurzen Einführung in die Ausstellung beginnen. Sie werden auch einen inspirierenden Rundgang sehen, während ich spreche, sodass wir alle wissen, um was es eigentlich geht, selbst die und diejenigen, die nicht in der Ausstellung gewesen sind. Und ich werde schon einige Keywords benennen, die wir dann im Weiteren mehr besprechen werden. Zum Konzept der Ausstellung beginne ich also eine kleine Einführung. Wir leben in einer Zeit des ständigen Wandels, der weitreichend unser Privatleben eingreift. Aber wir werden zu Trägern von Bedeutung und doch schaffen wir Menschen es, auf Veränderungen zu reagieren und neue Orte mit frischen Erinnerungen zu füllen. In Deutschland gibt es den Begriff Heimat, der so viel mehr umspannt als einen simplen Ort. Er beschreibt eine Verbindung, eine Prägung und wird von Mensch zu Mensch individuell interpretiert. Zeiten der Unstetigkeit ist es aber auch ein Begriff, dessen Deutungshoheit von verschiedenen politischen Gruppierungen für sich vereinnahmt wird. Dabei ist es ein menschliches Bedürfnis, sich als Mensch in Relation zu setzen. Fällt jedoch immer schwerer, je fragmentierter die Lebensrealität aussieht. Personen, die sich neu in Relation setzen müssen, werden zu einem Fragment, das sich neu in ein großes Gefüge setzt. Nicht ganz passend wie bei einem Puzzlestück, aber dafür mit der Fähigkeit, sich wie ein Mosaik immer wieder neu konfigurieren zu können. Ein Fragment beschreibt ein Bruchstück und liegt das Zerbrechliche und Fragile zugrunde. Es ist immer in Relation zu etwas zu sehen. In seiner Herkunft steht das Wort aber auch für die Verbindung zu Fraktal, was den Fokus von der Eigenschaft des Zerbrechlichen und Unvollständigen hin zu einer Art von identitärer Beschreibung ändert. Der Begriff Fraktal taucht in der Physik oder Mathematik auf, beispielsweise Gebilde in der Natur zu beschreiben, welche aus entweder kleinen oder größeren Kopien seiner selbst zusammengesetzt ist. Beispiele für fraktale Formen können zum Beispiel Lungenflügel, Fahne, aber auch Bäume sein, all das fraktale Objekte. Egal wie stark sie zum Untersuchen vergrößert werden, man kann mit zunehmender Vergrößerung mehr Feinheiten des Objektes sehen. Diese Idee des Fraktals baut eine Brücke der Mathematik, die die Fähigkeit hat, Räume und Objekte zu beschreiben, zu dem philosophischen Prinzip der Harmonie auf. Ein Feld, in dem wir ein Konzept wie die Heimat verorten könnten. Wie weit kann man also in dieses Konzept zoomen und was erkennen wir dort? Der Ausstellungstitel gilt bewusst nicht den politisch aufgeladenen Begriff Heimat, sondern den Begriff Daheim. Ein Fragment, das leicht erscheint und sich auch sprachlich selbst als Ort zu erkennen gibt. Ein Ort, der vor allem in Süddeutschland als Begriff geprägt. Die Ausstellung Fragmente eines Ortes namens Daheim gibt kaleidoskopisch Einblicke in gelebte Erfahrungen, ohne eine Deutungshoheit zu beanspruchen. Es zeigt mit Landschaftsmalerei, ein Genre, das schon immer mit der Verbindung zur Umgebung steht und natürlich auch die Frage aufmacht,
was Landschaft über einen Ort wie daheim aussagt. Wann wird Landschaft zur geopolitischen Einheit? Wir sehen auch geometrische Muster angelehnt an islamische Ornamentik, die in ihrer rhythmischen Gleichmäßigkeit eines sich wiederholenden Musters auf Fragen nach Harmonie, Gleichmäßigkeit oder auch kulturpolitische Überlieferung stellen. Die gitterartige Struktur in den Werken von Ergül beziehen Städte und Dörfer, Flüsse, Bundesstraßen und Bezirksgrenzen, bilden alternative Orte aus und definieren Flächenverteilung neu. In Monas großformatiger Installation taucht der Moment der Erinnerungskultur auf. Abschiede, Geschichten von Narration, gelebte Erfahrung, politische Realität und persönliche Auswirkungen. Sie geben die Kulisse für ihre Lebenserzählung. Es ist ein tiefer visueller Dialog zwischen der in Teheran geborenen Künstlerin und der deutsch-türkischen Kunstschaffenden. Vielleicht noch ganz kurz zur Biografie der beiden KünstlerInnen. Denn bei den beiden ist sicher der biografische Bogen auch in der künstlerischen Praxis zu sehen. Wir werden darüber aber auch gleich nochmal sprechen. Ergül ist 1975 in Moosburg an der Isar geboren. Sie fühlt sich in einer Art von Zwischenraum wohl, wenn Kontexte verschoben, Traditionen gepaart und starre Definitionen vermischt werden. Ihre künstlerische Praxis baut eine Brücke zwischen der Kunsttradition des Westens und der islamischen Welt auf und gibt dabei intelligente Perspektiven zu Herkunft und Identität, ihre Ikonografie, Motive und Techniken. Die Künstlerin kombiniert unterschiedliche Medien und Techniken, von Ölmalerei und Aquarell über Tuschezeichnung und Linoldruck bis hin zu Edelstein und Papierschnitt. In der rein formal-ästhetischen Ebene als auch kulturelle Grenzgänger. Ihre Arbeiten auch biografisch in der Lebensrealität der Künstlerin als Deutsch-Türkin verortet. Mona ist 1977 in Teheran im Iran geboren und lebt inzwischen und arbeitet in Berlin. Ihre Werke beinhalten Themen zur Erinnerungspolitik, Fremdwahrnehmung und Identität sowie dem Füllen eines Möglichkeitsraumes als Frau mit einem Migrationserbe. In ihrem malerischen Selbstporträt schöpft sie die Grenzen und Möglichkeiten von kultureller Identität aus und bringt BetrachterInnen in einen Dialog mit den Fragen nach Erscheinung, Tradition und Innovation. Mal über wechselnde Kleidung, mal über die Gestik und Art und Weise, wie sie sich in den Bogen bewegt. Sie gibt den fragilen Kern eines Konzeptes wie Identität hervor und verweigert sich vor starrer Vereinnahmung. Mit den Worten zur Einführung, damit wir alle auf der gleichen Seite letztendlich stehen, beginnen wir dann auch das Künstlerinnengespräch, und das ich mich sehr, sehr freue. Wir haben ja gerade ein paar Konzepte, die ich gerne mit euren Werken in Verbindung sehen möchte. Es bleibt mich aber vielleicht am Anfang gleich einmal zu fragen, wie seht ihr denn ganz persönlich eure Relation zu einem Konzept des Fragmentes oder dem Ausstellungstitel? Möchtet ihr dazu einmal gerne Stellung beziehen? Gehen wir vielleicht einmal mit dir, liebe Ergül. Ich freue mich auch, das Gespräch mit dir zu führen, Annabelle. Vielen Dank. Ja, zu Fragmente. Ich denke, also ich fand schon beim Aufbau und auch in deiner Auswahl der Arbeiten das auffällig, dass natürlich Fragmente, man sieht es, glaube ich, auch hinter mir im Raum, alles sind so Fragmente, aus denen sich der Tag und das Leben so zusammenfügt. Und manches hat mehr Bedeutung und manches weniger. Und mir ist es häufig wichtig, alles gleichbedeutend zu machen eigentlich. Also dass es dann doch gerade das, was man nicht sieht, in den Vordergrund zu bringen. Zum Beispiel Familie, Kinder. Jetzt hinter mir ist, glaube ich, das Plakat von einem Theaterstück, bei dem meine Tochter war, und wir haben letztes Jahr im Herbst Blätter gepflückt und diese Tür gemacht und solche Sachen. Natürlich ist an einer anderen Stelle ein Plakat von mir. Also so eben Dinge zusammenzuführen, aus denen ich eigentlich auch bestehe, aus vielen, vielen kleinen Teilen und auch meine Umgebung. Also so sehe ich mich dazu, und ich finde auch, dass die Auswahl, das hat mich eben sehr, sehr berührt, dass ich am Ende gesehen habe, dass Arbeiten, die ich vor 10 Jahren oder noch länger her gemacht hatte, eigentlich mit sehr aktuellen Arbeiten auch eine sehr, sehr starke Verbindung haben. Und ich häufig das Gefühl habe, ich verzettel mich manchmal und habe dann immer wieder neue Ideen.
aber es stimmt wohl nicht. Ich arbeite schon eigentlich sehr konsequent an Sachen, die eine Verbindung miteinander haben. Genau. Wir werden gleich auch nochmal weiter in den Bogen spannen zwischen den unterschiedlichen Themen, die du in der Ausstellung ja auch aufmachst. Aber ich würde gerne nochmal mit dir, Mona, über deine Relation zum Fragment beziehungsweise zum Ausstellungsstil hören. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, also als du uns oder mir das Thema erwähnt hast, so Fragmente eines Ortes namens daheim, ist mir auch ist klar geworden, wie fragmentarisch ich überhaupt arbeite in Bezug zu meiner Heimat, weil das ist immer meinen Origin als Iranerin ist sehr präsent in meiner Arbeiten. Also ich beschäftige mich sehr viel mit diesen Themen aus meiner Heimat. Und da ist mir aufgefallen, das sind eigentlich nur Fragmente, die ich aus diesem Ort nehme. Und langsam füge ich sie zueinander, zu einem ganz anderen Ort, was eigentlich für mich diese Daheim ist. Und vielleicht mit der Realität dieses Ortes, die ich damals als Heimat bezeichnet habe, nicht mehr zu tun hat. Und das ist mir erst bei dieser Ausstellung noch klarer geworden. Das ist eigentlich das, was ich immer gemacht habe, aber es ist mir bewusst geworden. Und ja, das sieht man auch in Arbeiten, die ich da ausstelle, wie fragmentarisch es alles ist eigentlich. Also ich konnte mich damit sehr gut abfinden. Ich finde, bei euch beiden, da teilt ihr euch das, dass der ist, dass ihr es schafft, Möglichkeitsräume zu begehen und dass ihr euch immer wieder einer Suche stellt. Also das Fragmentarische, deswegen fand ich die Gegenüberstellung von euren beiden Arbeiten als Dialog, aber auch als zwei Künstlerinnen, die eine ganz andere Herangehensweise und vor allem auch eine Fotografie haben, ganz erstaunlich und auch sehr schön, weil ihr euch der Suche widmet. Ne? Ihr sagt nicht, ich habe Antworten gefunden, sondern ihr sagt, diese Fragmente, diese einzelnen Arbeiten, das ist ein Konstantes, man setzt sich damit auseinander, man geht diesen Raum in dieser künstlerischen Praxis und verarbeitet darin Gedanken, verarbeitet darin bestimmte Fragestellungen, die ihr mit euch bringt und findet für euch sicherlich auch Antworten, sicherlich auch Momente. Und wenn man aber das Gefühl hat, man hat die Antwort gefunden, geht es weiter in den Suchen. Ich finde, das macht ihr beide sehr, sehr spannend, dass ihr immer wieder auf der Suche nach Innovation seid. Und ich habe das für mich so ein bisschen die Suche nach Innovation in der Tradition genannt, weil ihr beide einen fundierten Kanon im Hintergrund habt mit eurer gelebten Erfahrung, mit auch einer gewissen Tradition aus den kulturellen Hintergründen, die ihr im Rücken habt und darin aber auch schafft, immer wieder neue Räume zu begehen und auch zu sagen, das Leben verändert sich, euer persönliches Leben verändert sich und es immer wieder schafft, neue Narrationen darin hineinzufügen. Und vielleicht möchten wir da einmal mit dir, Erwin, beginnen, denn wenn wir in die Ausstellung hineingehen, sehen wir schon ganz groß am Fenster deinen Scherenschnitt. Und dieser Scherenschnitt ist ja als Technik in der Kunstgeschichte natürlich ein hochkommentiertes Medium, das in der zeitgenössischen Kunst wieder auftaucht, möglicherweise lange Zeit auch so ein bisschen vergessen war, gerade in dem ganz zeitgenössischen Bereich. Aber du das auch mit einem kulturellen Hintergrund füllst, denn dieser Scherenschnitt bei dir hat auch so eine ganz spezielle Haptik. Möchtest du uns ein bisschen über den Kontext des Scherenschnittes hineinführen und auch so ein bisschen die Bedeutung des Scherenschnittes für dich erläutern? Sehr gerne. Also der Scherenschnitt, der ist aus Papier, der ist sehr leicht und ich glaube, und der ist bemalt. Das sind drei Schichten jetzt hier in der Ausstellung, die sind 2 auf 2 Meter und hintereinander gehängt. Und die Bemalung ist recht farbig, dass es nochmal so ein bisschen mehr Raum ergibt. Ich bin auf die Scherenschnitte gekommen aufgrund der Landschaftsmalerei. Also das ist dann wiederum wie so eine Art ja, Bogen auf die andere, also in den anderen Raum. Es sind so verschiedene Sachen, die mit reinkommen. Also ich komme aus der Malerei. Ich habe ich habe an der Akademie in München studiert, an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und ganz davor war ich in Istanbul.
daher, also ich bin so ganz eigentlich sehr abendländisch geschult, wie man malt und wie man zeichnet und hatte diese Landschaftsbilder gemalt und meine Landschaftsbilder haben sich immer wieder verändert, dass es Landschaften, also die wurden dann so ornamenthaft und wurden zu Mustern, Musterlandschaften. Ich nannte sie auch dann mit der Zeit so Landschaftsmalerei, Musterland und solche Sachen. Und aus diesen Arbeiten parallel dachte ich die ganze Zeit, ich muss in den Raum. Also was ist das Zweidimensionale, was ist illusionistische Malerei, was sehe ich im Kunsthandwerk, in meiner eigenen Kultur oder zu Hause, wenn ich an Teppiche denke. Mein Vater hat Teppiche gesammelt. Es war einfach Teil unseres Lebens, etwas Farbiges auf dem Boden zu haben. Und genau, dann gibt es die Gebetsteppiche, die ja auch sehr besonders sind. Und ich war auch häufig in Moscheen, weil mein Onkel Imam war. Und in den Moscheen gibt es Räume für Frauen, die sind abgetrennt. Das ist dann mit so einem Art, es ist nicht so abgetrennt, dass man sagt, das ist es ist wie ein Gefängnis oder es sind ganz vollständig andere Räume, sondern es ist wie ein Gitter dazwischen. Das Witzige ist, dass dann die Frauen hinten stehen können, also die Männer stehen vorne und die Frauen schauen auf die Hintern von den Männern. Das ist irgendwie absurd. Und ich fand und ich habe das häufig gemacht als Kind, dass ich in diese Räume hochgegangen bin. Das war oben bei meinem Onkel in der Moschee und habe dann immer so runtergeschaut, während die gebetet haben. Und wenn wir im Sommer da waren, konnten wir auch dort schlafen. Also das war, also eigentlich war dieser Raum eben Wohnraum. Also es war sehr offen für uns. Und ich fand diesen Trennraum quasi als Symbol sehr schön, der aber so leicht ist. Normalerweise ist der aus Holz oder aus was anderem. Und ich habe eben Papier genommen, weil ich wollte es ja nicht trennen, sondern eigentlich einen neuen Raum öffnen. Und das Papier hat so was Leichtes, tut aber so, als wäre es schwer, indem es bemalt ist. Und der Betrachter wird Teil der Arbeit. Das war für mich so der Punkt, den ich so schön fand, dass durch die Positionierung, wie man sich als Betrachter im Raum positioniert, verändert sich das Bild. Und ich hatte die Möglichkeit, diese Themen wie Zweidimensionalität, Dreidimensionalität und aber auch das Illusionistische mit in den Raum auf einmal zu bringen. Und deshalb war der Reiz, dass ich das so ganz, eigentlich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Mal habe ich, glaube ich, in Baufolie geschnitten. Und dann ging es immer weiter, dass ich dann verschiedene andere Sachen ausprobiert habe. Und somit ist es für mich so, dass die Malerei oder die Zeichnung mit in den Raum gehen konnte und beide Kulturen und aber auch eben mein Studium und die Art der Bildung eben alles gleichbedeutend wurde und es keine Hierarchie mehr gab. Das ist so spannend, weil uns dieses über Materialität, über Symbole, über auch das Aushalten von unterschiedlichen Kontrasten bei euch beiden immer wieder begegnet. Du sagst, zum einen ist das orientiert, also du kannst deine Scherenstufen orientiert an dieser Trennung. Trennung ist natürlich auch immer eine Art von Schutz, ne? Wobei ja ursprünglich quasi aus dieser patriarchalen Dogmatik ist es in dem Fall Schutz, Frau, Mann. Also wir haben eine Polarität, die es aufmacht. Und du schaffst daraus einen Möglichkeitsraum zu machen, ne? Weil du mit künstlerischen Mitteln darauf deine Beobachtung quasi einmal in ein künstlerisches Werk hineininterpretierst, was ich so spannend finde, weil es auch für die Ausstellung ist es eine Art von Trennung von Besucher, der dann hineingeht und mehr sieht, aber auch natürlich den Blick einmal lenkt. Und wenn man nämlich vor dem Fenster steht und durch die Arbeit von hindurchblickt, sieht man in Nuancen dein Werk, Mona. Und zwar hast du für die Ausstellung eine ganz wunderbare Installation geschaffen. Man sieht als Betrachter quasi dieses sehr, sehr große Pferd und dahinter eine Installation aus verschiedenen Schichtungen, aus verschiedenen kleinteiligen und größeren Arbeiten. Und man hat unweigerlich für einen Moment das Gefühl, es ist wie so eine Bühnenkulisse. Und es ist unheimlich schön, weil du dich, auch bei dir taucht Erzählung und private Erzählung, wie es Ergo ja gerade auch sehr eindeutig gezeigt hat, auch bei dir taucht persönliche Erzählung in dieser Installation auf, weil es auch Teil von deiner künstlerischen Praxis. Möchtest du uns einmal durch diese wunderbare Installation hindurchführen? Ja, gerne. Also die Installation habe ich tatsächlich für diesen Raum angefertigt, aber das ist
so eine Erzählform, so eine Erzählraum nenne ich das. Das habe ich auch oft in andere Installationen gemacht, wo ich einige Elemente von dieser Erzählung, von dieser Geschichte, wie ich das erzählen möchte, einfach dreidimensional in Raum stellen. So in dem Sinne lade ich einfach den Betrachter durch diesen Raum reinzugehen, und das wird von zweidimensionale wechsle ich in dem Sinne in dreidimensional. Also es wird durch eine Installation die Geschichte von verschiedenen Elementen zusammengesetzt, Fragmente zusammengesetzt. Und da ist, ich nehme, also es ist eine Erzählform, in der ich meine eigene Geschichte, meine eigenen Erfahrungen, Erinnerungen mit zeitgenössischen Geschehen in mein Leben, das kann nicht sein, dass es einfach unbedingt nur in Iran ist, was ich jetzt erlebe, Realität meines Lebens, und miteinander kombiniere und auch dazu sehr viele Symbole und Darstellungen aus alte persische Malerei, Miniaturen, Buchillustrationen einfach entnehme. Und das ist eigentlich die große Inspirationquelle für mich gewesen, diese alte persische Miniaturen, in dem meistens auch die Geschichte von unserer Nationalepos, von Gedichte, also das wird sehr oft illustriert in diese Miniaturen und auch in wunderbare Landschaften, die eigentlich im Real gar nicht existieren. Und die Elemente nehme ich auch in drei Dimensionen, die Symbole nehme ich daraus und ich verbinde sie mit meiner eigenen Geschichte, aber auch von Presse, von Fotos, die ich abmale, von Presse, von Medien. Und dann versuche ich, eine neue Geschichte zu erzählen, indem wir keine Zeit haben. Das kann so gelesen werden, wie wir im Traum sind. Das ist keine Vergangenheit, das ist keine Gegenwart und das ist auch keine Zukunft. Man kann keine lineare Zeit setzen. Und man kann auch natürlich diese Elemente, die ich aus unserer Nationalgeschichte oder Mythen nehme, also es werden natürlich auch anders gelesen, also können auch anders gelesen werden. Das ist auch nicht so, das ist alles offen. Und das ist auch die Schönste daran, ist diese Offenheit, dass jeder für sich auch seine eigene Geschichte lesen kann. Also ich hoffe es mindestens. Was es auch einfach sehr, sehr stark macht als Arbeit, wenn man sich mit einem Thema wie Heim, Nationalität, Heimat, wir haben da entgegen des Begriffs Heimat besetzt, aber letztendlich geht es natürlich um eine Form von Identität, die ja auch eigentlich immer im Wandel ist. Und so gerne man manchmal sagen würde, es gibt diese Regeln, die einen irgendwie ausmachen, ist das eigentliche Leben ja durchaus davon geprägt, dass es ständig im Wandel ist. Und auch unsere Relation zu bestimmten Dingen ist ein Wandel, was ich bei euch beiden sehr stark finde, weil ihr es zeigt, dass eine Biografie wie die eure, die genauso auch eine Biografie teile und die sehr, sehr viele Menschen und wahrscheinlich immer mehr immer mehr Menschen auf der Welt teilen werden, ob sie wollen oder nicht wollen. In irgendeiner Weise ist diese Biografie, die einen prägt und doch auch immer den Wandel zulässt und zulassen kann. Mona, ich würde gerne bei dir weitermachen, weil wir vielleicht ein bisschen chronologisch oder zumindest örtlich in der Ausstellung verbleiben. Du hattest gerade schon über die nationalen Mythen gesprochen und auch die Fragestellung von Nationalstaat und auch persönliche Biografie. Und ich finde es so interessant, dass du diese drei Bereiche, vier Bereiche, wie auch immer, nebeneinander laufen lässt. Ne? Das ist bei der Irgul auch, wir hatten es kurz bei Irgul schon auch erwähnt, ne? Dass du auch verschiedene Informationen zu Landschaftsmalerei, Ornamentik, islamischer Tradition, westlichem Kunstverständnis auch als einzelne Punkte nebeneinander stellst und die miteinander in Verbindung setzt. Auch bei dir, Mona, ist es letztendlich, dass du verschiedene Symbole, Mythen, persönliche gelebte Erfahrungen miteinander setzt und auch diese wieder in eine Narration setzt. Und gerade diese Form von Geschichten erzählen ist bei euch beiden ja sehr ausgeprägt. Vielleicht möchte ich gerne noch kurz auf deine Selbstbildnisse eingehen, die wir auch unten
sehen, in der du dich als Frau einmal präsentierst, einmal sei es Flyer rum, sei es mit einer Sonnenbrille. Möchtest du uns deinen Einblick geben, wie Selbstbildnisse für dich in diesem Moment der Fragmentierung eine Rolle spielen? Und vielleicht, weil es auch so naheliegend ist, wie dieser feministische Aspekt für dich auch eine Rolle spielt in deinem Werk. Wir werden auch bei der Erke kurz sprechen, weil ich glaube, was diese Ausstellung auch ein wenig zeigen möchte, ist, dass es ein sehr intersektionaler Gedanke ist. Oder es ist, daheim ist nie frei von Herkunft, nie frei von Geschlecht, nie frei von anderen Identitäten, Einflüssen. Ne? Das ist alles in Verbindung. Ich glaube, dieses in Verbindung sein und offen sein, dass in diesem Diskurs, in diese neue Linienführung, dass man da diesen Möglichkeitsraum ausschöpfen muss, den zeigt ihr mit künstlerischen Mitteln. Das ist, finde ich, das Besondere auch an dieser Ausstellung. Also nochmal zurück zu dir, Mona. Möchtest du einmal uns durch diese Selbstbildnisse und durch dieses diese feministische Perspektive, oder ist es gar keine feministische Perspektive, einmal das Wort zu dir? Also die Reihe Selbstbildnisse, die habe ich eigentlich vor vielen Jahren, das war eine der ersten Kunstprojekte, die ich zum Teil auch während des Studiums angefangen habe damit. Das passt natürlich auch ganz gut zu Fragmente, weil die können auch so gesehen werden, die sind Fragmente meiner eigenen Identität. Und das kann man auch fragmentarisch genauso sehen. Die zeigen eigentlich die Gesichter, die ich in meiner Heimat hatte bzw. haben musste. Und ich war wirklich tatsächlich in jede von diesen Masken, also ich habe damit gelebt, jahrelang. Als Kind bin ich zur Schule gegangen, bin ich zur Uni gegangen, ob wir private Party haben durften und zu Hause, auf der Arbeit. Und ich musste wirklich diese Maske täglich, manchmal verschiedene Gesichter an einem Tag hatte ich. Und das war für mich die Frage, unter welche von diesen Gesichtern ist eigentlich die wahre Identität von mir? Und es geht nicht um mich in hier, es geht um eine Generation, es geht um iranische Frau. Und ob man überhaupt davon sprechen kann, von einer Identität in diesem Fall. Und das ist, das zeigt sehr schön am Körper einer Frau, diesen Kampf zwischen Modernität und Tradition. Inwieweit lässt sich die Gesellschaft modernisieren? Wo ist der Stopp? Und was ist die Freiheit einer Frau? Es kann man alles am Körper einer Frau in dieser Gesellschaft richtig sehen. Wie frei ist diese Frau? Wie viel Freiheit hat man überhaupt? Ob man wirklich die Kopftuch, wenn man rausgeht, wenn man nicht zur Uni geht, wenn man nur ein bisschen Kopftuch nach hinten, ob man das darf oder nicht. Und das ist sehr schön gezeigt unter die Gesichter, die ich selber hatte. Und ja, also das ist wirklich die Frage, kann man überhaupt von einer Identität in dem Fall sprechen oder sind sie eher Fragmenten? Und ich denke, das ist einfach die Gespaltung in der Gesellschaft auch. Das ist offenbar an diese Bilder, was man jetzt auch heutzutage sieht. Das kann man genau an diese Gesichter, die ich damals hatte, und das ist heutzutage auch nicht anders, kann man genauso sehen. Danke dir für diesen Eindruck. Und ich finde es ganz schön, von dieser Perspektive nochmal den Bogen zu dir, Erbil, zu spannen, wenn wir über deine Landschaften sprechen. Weil natürlich Körper, und in dem Fall der Körper einer Frau, und auch Körper im Sinne eines Räumlichen und der Landschaft, natürlich auch in der Perspektive zu Menschen ausmacht, weil viel mit Kontrolle zu tun hat, viel hat mit Tieren zu tun. Viel hat aber auch mit der Perspektive, wie sich Menschen eben in Relation setzen zu tun. Möchtest du uns noch einen Einblick in deine Landschaftsmalerei geben? Du hattest es vorhin schon so viel mit deinen Scherenschnitten auch im Kontext gesetzt. Und ich finde es auch interessant aus der kunsthistorischen Warte, weil Landschaftsmalerei natürlich auch immer was damit zu tun hat, dass man sich mit einem Ort so in Verbindung setzt, dass es zu einer Art Sehnsuchtsort wird, zu einem Sehnsuchtsraum, aber auch natürlich zu einer Relation wird, dass man diesen Ort als Heimat begreift und deswegen malt, wenn man die Schönheit, das Anbetungswürdige zeigen möchte. Aber auch aus der Perspektive heraus, wie können denn
Orte, gerade in der Zeit, wenn natürlich nur zwei, also in der Zeit, in der wir leben, auch politisiert werden. Und bei dir tauchen Orte ja nicht nur als Sehnsuchtsorte auf, sondern durchaus bestimmte Demarkationslinien, die du ja über die Ornamente hineinbringst, kriegen sie plötzlich eine geopolitische eine sehr politische Aufladung. Möchtest du uns ein bisschen durch diese Balanceakte, die du da in deiner Landschaftsmalerei bearbeitest, hindurchführen? Ja, sehr gern. Mit den Landschaftsmalereien habe ich eigentlich so kurz nach dem Studium angefangen. Also davor hatte ich eben sehr realistische als narrative, also erzählerische Bilder gemalt und die Frage tauchte eben auf, dass die, was ja immer wieder jetzt kam mit dem Identität, dass ein Punkt kam, dass ich irgendwo auch authentisch werden wollte, also und nicht nur geformt von meinen Professoren und von der Kunstgeschichte, sondern einfach erstmal einen Weg versucht habe, für mich zu finden. Und das war der Weg über die Landschaftsmalereien, über die Erinnerungen, wie ich meine Sommer eben bei meinen Großeltern verbracht habe, häufig auf dem Land, in den Bergen. Und da fing es langsam an, dass ich da viel fotografiert habe und auch gezeichnet. Und dann eben eigentlich auch mit der Zeit festgestellt habe, großen Unterschied gibt es nicht. Also wie wenn ich in Moosburg an der Isar bin und man fährt ein bisschen weiter. Die Berge sind in der Nähe, es ist schön grün und genau. Also letztlich, ob ich jetzt dort bin oder, also es sind eher die Menschen, die einen quasi ein Daheim für mich gestalten. Und das wurde mir dann mit der Zeit klar. Und in der Malerei fand ich es eben aber auch sehr schön, wenn man dann auf Landschaften sieht, dass die durch die in Landschaften sind ja auch Zeichnungen, wenn die Agrarwirtschaft, also wenn da jetzt eben Land, wenn Felder sind, wie sind die strukturiert? Die Felder in der Türkei sind wirklich ein bisschen anders. Wenn man nach Deutschland mit dem Flieger runterfliegt, denkt man sich, wow, wieso ist denn das alles so ordentlich? Es ist immer alles so wahnsinnig schön fragmentiert und abgemessen. Und zum Beispiel in anderen Ländern ist das häufig nicht der Fall, diese Draufsicht. Und da konnte ich eben so meine Vorstellung von Teppich, also es geht dann alles so irgendwie zusammen. Und genauso, ich kann auch den Bogen gleich auch zu meinen Drucken schaffen, die dann viele Jahre später sind. Also es ist häufig so für mich, dass ich versuche, Dinge zueinander zu führen, weil ich mich oft innerlich sehr zerrissen fühle. Also und einen Moment versuche zu schaffen, dass Sachen, die mich beeindrucken oder beeinflussen, im Bild zu sehen sind oder in den Räumen, die ich aufbaue. Und in den letzten Jahren merke ich, dass mir die Bilder oftmals alleine nicht reichen. Deshalb brauche ich die Räume, dass ich Räume gestalten kann. Und diese Räume auch bedecken kann mit meinen Ideen. Und manchmal, dann irgendwann kam mir die Idee, ach, das ist dann mit diesen Drucken. Man sieht ja, dieses Mal sind das Karten von meinem Schwiegervater, die ich zerschnitten habe. Das sind ja dann auch Landschaften im Prinzip. Und der ist viel gewandert, war Werklehrer, war sehr gebildet. Und man kann eigentlich an diesen Karten auch ablesen, welche Orte er besucht hat. Und es waren dann zum Beispiel eben Wanderorte, also Alpen und alles Mögliche, dann Europa. Und dann aber wiederum eben nicht Iran, sondern Guatemala. Weil das ist dann wiederum Sehnsuchtsort, vermute ich mal, für ihn gewesen. Also so das Naive. Also die Vorstellung von einem Cis-Mann, was es ist. Also was jetzt eben der Ort ist, wo man dann eben das Pure, das Tolle findet oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich das alles so durchmischt. Und das gibt mir so ein Gefühl von Macht. Einer persönlichen Macht, Dinge zu zerschneiden, zu bedrucken und große Räume damit zu bespielen. Und die Dinge neu zusammenzumischen, quasi. Es ist, ich könnte mit euch stundenlang reden und gerade in einem solchen Themenfeld möchte ich den Raum auch wieder schließen, den ihr aufgemacht habt und darf euch zutiefst für diese Ausstellung danken. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte mit euren Arbeiten. Ich hoffe, dass die liebe ZuschauerInnen diesen Möglichkeitsraum nutzen, sich selbst Fragen stellen, mit den Arbeiten der beiden Künstlerinnen in Kontakt treten, noch einmal sich die Ausstellung vielleicht anschauen oder ansonsten
die Ausstellungsmieten der beiden Künstlerinnen weiter verfolgen und darf mich für dieses Gespräch bedanken und bei Ihnen. Herzlichen Dank. Wir danken dir, also ich danke dir, Annabelle, für die tolle Auswahl und die Zusammenführung mit Mona. Ja, ich danke auch. Das war wirklich ein super Konzept. Also das hat mich überrascht, wie gut unsere Arbeit zusammengepasst hat. Danke.